Ja, hallo YouTube, willkommen zu einer kleinen Runde. Crysis 3. Ja, ich werde Crysis 3 spielen. Ich gucke mal, ob ich genug FPS habe. Ich spiele jetzt gerade auf Mid. Ich kann auf meinem Rechner. Ich muss mal eben so. Auf meinem Rechner auf High spielen. Problem ist nur. Aufnahme geht da nicht. Das ist ein bisschen dumm. Und ja, ich habe den Modus schon mal gespielt. Ich nehme jetzt leider nur einen High-Size auf. Weil das ist einfach, die Grafik von dem Spiel ist so awesome und so krass, dass mein PC es einfach auf Full Size nicht schafft. Also, ich nehme nicht High Size, sondern ich nehme mal den normalen Full HD auf. Und für die Leute, die es interessiert, ich spiele gerade mit einer 3,5 Gramm schweren Maus. Das heißt, es tut mir leid, wenn das Spiel jetzt nicht das gilligste Spiel der Welt wird. Ich versuche euch nur ein bisschen das Gameplay zu zeigen. Und mehr nicht auch nicht. Das war's dann, also Gameplay zeigen. Damit ihr mal einen kleinen Eindruck von dem Spiel habt. Man kann auch irgendwie die Waffen wechseln, ne? Hier. Ich kenne auch den Modus noch nicht mal. Ich glaube, hier muss ich hin. Ich glaube, hier bin ich richtig. Schon sagen, stirbst du auch mal? Naja. Dieses Poke, 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 was immer kommt, dieses Bang, Bang, Bang. Das ist, glaube ich, wenn in meiner Nähe ein Gegner ist. So wie es wie ein Radar. Aber ich bin mir doch nicht so sicher irgendwie. So, ich will mal ein Stück laufen. Also kann sein, dass die Quali jetzt ein bisschen schlechter ist, weil es halt nicht mehr Full HD gefilmt wird, sondern HD Ready. Aber das tut mir leid, aber. Sonst müsste ich auf niedrigeren Grafikeinstellungen spielen und da habe ich keinen Bock drauf. Was ist das denn für ein Riesending, Alter? Ich habe es in der Beta gespielt, aber da war es relativ buggy. Deswegen lasse ich das jetzt mal mit der Beta spielen. Aber ich sollte mir mal. Ja, das ist natürlich serious. Das wäre. Unsichtbar. Ich finde es geil, dass man unsichtbar die Steps besser hört. Und an sich mehr vom Geschehen mitbekommt. Ja, ich sag euch, das ist die beste Gaming-Maus, die es gibt. Also, meine ist ja gerade im Umtauschprozess. Oh. Deswegen habe ich im Moment keine bessere Maus. Genau. Er stirbt einfach mal nicht. Aber ich kann mal mein Equip changen. Was gibt's denn sonst noch Cooles? Shotgun. Ja, nehmen wir doch mal eine Shotgun. Ah, jetzt muss ich wieder eine Runde warten. Kann man hier keinen FOV-Changer anmachen? So, weil bei so welchen Spielen mag ich FOV. Ja, mein Aiming ist total ranzig. Das liegt halt echt daran, dass ich keine richtige Maus habe. Also, kann man vergleichen mit so einem Mauspad von so einem. Mit so einem Maus-Ding vom Notebook. Viel besser ist das jetzt auch nicht. Merkt man bestimmt auch. Ich habe gar kein Aim mit dem Ding. Aber es geht einfach nur darum. Ich möchte euch kurz ein bisschen das Spiel zeigen. Einfach nur mal. Ja, wie ihr das findet. Und für mich ist es irgendwie Crysis 2. Finde ich jetzt so. Viel hat sich da jetzt nicht verändert. Selbst die Waffen sehen komplett gleich aus. Von daher. Ich spiele es auf mittlere Grafik mit Aufnahme mit 120 FPS. Das heißt. Das ist schon möglich zu zocken. Boah, ich habe so kein Aiming in dem Spiel. Ja, ich krieg gerade richtig tierisch auf den Sack. 4-4. Aber das. Das Aiming von den anderen sieht auch nicht viel besser aus. Wo muss ich denn hier hin? Da. Machen wir mal unsichtbar an. Hab ich ihn?
Jetzt. Das sind die Killsticks, die muss man aufsammeln. Das ist ein bisschen anders wie in, so wie Kick Confirm, man muss halt die Killsticks aufsammeln, damit die registriert werden. Das soll ein bisschen das Campen erschweren, weil man halt dann keine Killsticks beim Campen hat. Ich laufe mal hier ganz außen rum. Ich spiele jetzt mal nicht so objective, weil das mit der Maus einfach nicht geht. Das tut mir wirklich leid. Weil ich kann mit der Maus gar nichts machen, Alter. So, laufen wir mal hier hoch. Boah, jetzt muss ich hier aber weg, Alter. Ich blute wie Sau. Boah, der hat mich gesehen. Jetzt muss man mein Leben regenerieren. Jetzt ist wieder voll. Den habe ich aber ganz schön die Fresse zertreten. Low Energy, das werde ich ein bisschen aufpassen. Also selbst ich mit meinen 560 Ti-Karten kann es flüssig spielen und perfekt eigentlich. Von daher, es ist Grafikanforderung, klar, aber... Es ist jetzt nicht das... Weiß nicht, die Engine ist halt schon sehr, sehr gut, also... Die wurde nicht ohne Grund öfters ausgezeichnet und mit hat Erfolge und alles bekommen, weil sie einfach geil ist. Mach mich mal eben unsichtbar, kann ich nachladen. Sonst werde ich mich immer ranstelfen. Ja. Ich brauche mal eine andere Knarre. Also, wenn ich die neue Maus habe, wird es bestimmt doch besser laufen, aber solange ich sie halt nicht habe, muss man halt mit dieser hier vorne nehmen. Meine Güte, direkt 50 Gegner, was habe ich denn? 12-7. Positiv, für die erste Runde, die ich jetzt gerade spiele. Ich habe eben mal kurz eine Runde gespielt für Aufnahmetest, ob es ruckelt. Aber es sieht ja relativ gut aus. Oh, wo muss ich hier? Mal meinem Tier Leben recken. So. Boah Gott. Ich glaube. Boah, da kommt einer angejumpt und hat mich weggeschlagen. Das ist ein Spaß. Bam. Ah, zwei direkt umgenockt. Wie lange geht denn so eine Runde? Noch eine Minute noch, gut. Warum hat er eigentlich mehr Schuss wie ich? Macht der an der Knarre. Sehr frech. Komm mir das so vor, oder ist der Bildschirm die ganze Zeit schräg? Gegenseitig getötet auch noch.
So, Runde ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einen kleinen Eindruck in Crisis zu kriegen. Wir haben verloren. Dammit. Auf jeden Fall, jupp, ciao.